Donald Trump ist sichtlich angeschlagen. Das zeigt nicht zuletzt die gestrige Entlassung von John Bolton. Ist das bullisch für die Aktienmärkte? Fragezeichen. Und damit allerherzlichst willkommen zum Ausblick auf die Märkte. Heute am Tag vor der EZB. Gestern dasselbe Bild. Steigende Anleiherenditen auf der einen Seite. Momentum Stocks, Momentum Aktien nach unten, Value Aktien nach oben. Aber das Hauptereignis war wahrscheinlich die Entlassung von John Bolton. Ziemlich unvermittelt, ziemlich plötzlich. Das hat kaum einer wirklich kommen sehen. Und woran liegt das? Was ist da wirklich passiert? Stellt man sich die Frage, warum unternimmt Trump einen solchen Schritt? Warum entlässt er einen Hardliner, der sowohl in der Iran-Frage als auch in der Nordkorea-Frage, aber auch in der China-Frage eben absolut hawkisch war, absolut aggressiv war? Er wollte einen Iran-Krieg, er wollte ein ganz hartes Vorgehen gegen China, USA, die Weltmacht Nummer eins, alles andere muss weggebissen werden, das ist das Grundcredo, damit wird der Weltfrieden wieder ein bisschen sicherer nach dem Abschied von John Bolton, möchte man formulieren, aber es zeigt, dass Trump hier offenkundig umsteuern muss, wenn ihm nicht die Fälle davon schwimmen in Sachen Wiederwahl 2020. Warum ist das so? Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die darauf hindeuten, dass Trump das nicht wirklich freiwillig gemacht hat. Hier sehen wir die latest polls. Hier interessant vor allem unten Job Approval für Donald Trump. Also wie viele Amerikaner sind einverstanden mit dem, was Donald Trump da so tut. Und da sehen wir, dass bei der ABC News Washington Post Umfrage nur 40% approven, also für ihn sind, seinen Job oder finden, dass er seinen Job gut macht, während 55% nicht damit einverstanden sind. Nun könnte man sagen, naja, Washington Post ist sicherlich keine Freunde von Donald Trump, aber auch Rasmussen, das ist das einzige Institut, Meinungsforschungsinstitut, das wirklich den Sieg von Donald Trump im Jahr 2016 vorhergesehen hat, alle anderen haben das nicht, sagt, und Rasmussen gilt tendenziell als ein bisschen Trump-freundlich, sagte hier Approval Rate 47%, aber diejenigen, die nicht einverstanden sind, 53%. All das sind Höchstwerte, auch bei Rasmussen seit der Amtszeit von Donald Trump. Und man merkt, dass ihn das durchaus anfasst. Hier sehen wir einen Bericht von USA Today, wo man berichtet über die Reaktion von Donald Trump auf solche Umfragen, etwa auf die von ABC und der Washington Post, wo er sagt, naja, das ist doch alles unfair, das sind im Prinzip Fake News. Hier sogar 38% nur noch die Zustimmung für Donald Trump, runter von 44% im Juli. Und Trump tweetet, dass viele Polls fixed, also sozusagen manipuliert seien. Also es beschäftigt den US-Präsidenten. Er weiß genau, das ist für ihn natürlich schon beachtenswert. Da muss er was tun, und dass er jetzt Bolton gefeuert hat, dürfte eben daher kein Zufall sein, indem er jetzt möglicherweise ein bisschen umsteuern muss. Wir sehen auch, dass eben der Handelskrieg ein ganz großes Thema ist, China Trade War und Economy. Das sind die zwei großen Themen. Und jetzt ist es so, dass die Amerikaner eben diesen Abschwung der Wirtschaft durchaus auch Trump zuschreiben. Hier eine Umfrage unter Amerikanern, ja, wird es der Wirtschaft besser gehen demnächst oder schlechter gehen? Und hier ist der Anteil derjenigen, die sagen, es wird der Wirtschaft schlechter gehen, deutlich gestiegen, liegt jetzt auch deutlich über dem Anteil derjenigen, die sagen, nee, es wird besser. Das ist das erste Mal seit der Amtszeit von Donald Trump, dass das so ist. Hier sehen wir das. Wir hatten Anfang 2017 mal eine Annäherung, aber das erste Mal jetzt wirklich, dass die negative Sicht die positive Sicht überholt. Und all das ist für Trump gefährlich und all das fällt auf Trump zurück, weil man sagt, na, du hast doch den Handelskrieg angefangen mit den Zöllen. Und das ist einer der ausschlaggebenden Impulse, warum es mit der Wirtschaft nach unten geht. Und jetzt sagt hier JP Morgan etwa in einer Analyse, und man bezieht sich hier auf die Voter Polls, also auf die Umfrageergebnisse, und sagt, ja, das könnte bedeuten, dass Trump ein bisschen umsteuern muss. 57% würden, der befragten Amerikaner, würden nämlich Trump eine Rezession persönlich zuschreiben. Du bist schuld, nach dem Motto. Und jetzt sagt JP Morgan, okay, das kann bedeuten, dass Donald Trump eben in Sachen Handelskrieg ein bisschen jetzt zugänglicher wird, dass er wirklich versuchen wird, die Schärfe aus dem Handelskrieg rauszunehmen, weil er auf der einen Seite die Stimmung wieder nach oben kriegen muss, die Wirtschaft nach oben kriegen muss, und Handelskrieg ist da eher kontraproduktiv. Wird das gelingen? Das ist die Frage. Schauen wir uns mal an, was Hu Xixin wieder gepostet hat, der Chefredakteur der Global Times. Der
Hier sagt in einem neuesten Tweet, based on what I know, dieses fast schon legendäre, basierend darauf, was ich weiß, und das ist immer eingetreten, was er da gesagt hat, China will introduce important measures to ease the negative impact of the trade war. China wird also Maßnahmen ergreifen, um den negativen Einfluss des Handelskriegs abzudämpfen. Diese Maßnahmen will benefit some companies from both China and the US. Also diese Maßnahmen werden sowohl China als auch chinesischen Firmen als auch amerikanischen Firmen zugute kommen. Hier äußert er sich dann noch über Bolton, ganz schlimmer Typ, meint er. Und zuvor hatte er der US-Administration fanatischen Rassismus vorgeworfen. Also hier auch eine leichte Änderung des Tons erkennbar. Muss das sofort in bullische Aktion umschlagen? Eher nicht, denn wir sehen saisonal, kommen wir jetzt auch angesichts eines Vorwahljahres, der sogenannten Pre-Election Year Seasonality, in eine Phase, wo es nochmal kritisch wird, wo möglicherweise die Geschichte nochmal nach unten geht. Wir sehen, dass in Vorwahljahren die Performance deutlich besser ist als in Nicht-Vorwahljahren sozusagen. Aber es ist dann eben nochmal Ende September, Mitte September bis Ende September, wie auch dann Anfang Oktober, da wird es nochmal kritisch. Da ist die Saisonalität relativ ungünstig. Das ist also etwas, was zu beachten ist. Zu beachten auch das, was gestern an den Märkten passiert ist. Wir haben gestern zum Beispiel, das wollte ich nicht sagen, gestern zum Beispiel wieder herbe Bewegungen gesehen. Hier Momentum-Aktien, Booms nach unten, Value-Aktien, Booms nach oben. Das sind gigantisch große Bewegungen, etwa eine McDonald's gestern mit dem größten Tagesverlust, gilt ja als Momentum-Aktie, warum auch immer, mit dem größten Tagesverlust seit März, minus 3,6%. Viele solcher Werte hat es da erwischt, die zuletzt sehr, sehr gut gelaufen sind, und Value-Aktien sind jetzt hier nach oben gekommen. Wir sehen, dass auch diese Value-Aktien im Vergleich, im historischen Rückblick relativ günstig sind, sehr, sehr günstig sind im Vergleich zum Gesamtmarkt. Also nicht ganz zufällig, dass solche Dinge passieren. Und wir sehen hier, dass Strategien, die auch gerne an der Wall Street gefahren werden, nämlich die besten Aktien long zu gehen und die schlechtesten des Vorjahres short zu gehen, dass die massive Rückschläge derzeit erleben, so massiv wie seit 2009 nicht mehr. Also wir sehen, dass da einiges unter der Oberfläche passiert. Einige Kurznachrichten noch vielleicht. Gestern ja Ford die Schulden, die Anleihen zu Junk abgestuft durch S&P. VW sagte, die Auswirkungen des Handelskriegs sind scary, sind besorgniserregend. BMW hat eine eigene Rückstellung gebildet für einen No-Deal-Brexit. Dann Entlassungen bei Schwab, Electrolux und Uber. Schwab ist ein Broker. Also das mehrt sich jetzt, Entlassungen, die hier angekündigt werden. Es mehren sich besorgte Nachrichten eben aus der Industrie. All das ist sozusagen jetzt nur der Nachlauf dessen, was bereits schon eingetreten ist und nicht zuletzt durch Trump eingetreten ist. Wir haben heute keine wirklich wichtigen Termine. Naja, Erzeugerpreise um 14.30 Uhr aus den USA. Da wird man sehen, wie die reinkommen, ob die auch wieder Schwäche zeigen, unter der Erwartung liegen. Wir haben dann den Ölmarktbericht um 16.30 Uhr, aber schauen wir uns mal die Charts an. Was wir hier sehen, ist der S&P 500, 2983. Wir sind gestern runtergekommen bis 2,69. Dann der Weg nach oben, ganz kurz vor Schluss, Viertelstunde vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss der Wall Street Session, hat die Märkte nochmal nach oben gepusht, warum auch immer im asiatischen Handel. Seit diesem Tweet von Hu Xixin, den ich vorhin gezeigt habe, auch eine deutlich positivere Stimmung. Also man vermutet hier Entspannung im Handelskrieg. Der Dow Jones 26.943, was wird der DAX draus machen? 12.336 derzeit die Indikation. Euro-Dollar hält sich bei 1.1049, Gold nach wie vor unter der 1.500er Marke, 1.429, und amerikanisches Crude Oil 57,83 $, wobei gestern die API-Lagerbestände um über 7 Millionen Barrel gefallen sind, hat dem Ölpreis ein bisschen geholfen, nachdem es runterging aufgrund der Entlassung von John Bolton, was den Iran-Krieg etwas unwahrscheinlicher macht, was Spannungen zwischen den USA und dem Nahen Osten etwas unwahrscheinlicher macht. Also, das ist die Lage. Trump ist angeschlagen. Trump reagiert offenkundig als ersten Schritt mit der Entlassung von Donald Trump. Das kann Implikationen auf den Handelskrieg haben, auf eine Annäherung, auf eine etwas freundlichere Gangart im Handelskrieg. Das muss nicht sofort passieren. Wir stehen jetzt vor einer eher ungünstigen Saisonalität. Jetzt wartet alles morgen auf die EZB als entscheidenden Trigger. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderschönen Mittwoch und sage Servus und
Ciao.